der Antrag der SPD, die Grunderwerbsteuer nur für Ersterwerber auf einen ermäßigten Satz abzusenken, greift daher zu kurz. Der wichtigste Punkt, nur die erste selbstgenutzte Immobilie zu fördern, wird den Lebensrealitäten doch schon lange nicht mehr gerecht. Geänderte Lebensentwürfe, Umzüge aufgrund von Jobwechseln und verschiedene Ansprüche in den unterschiedlichen Lebensphasen führen doch dazu, dass mehr als nur einmal im Leben eine Immobilie oder selbstgenutzte Immobilie gekauft werden kann. Warum die erste übersichtlich große Eigentumswohnung privilegiert werden soll, dann aber hinterher vielleicht der Erwerb eines Eigenheimes, wenn man dann Kinder hat, nicht, das erschließt sich mir nicht. Die Mindestforderung muss also heißen, jede selbstgenutzte Immobilie muss hier gefördert werden. Und selbst das greift noch zu kurz. Die Grunderwerbsteuer führt gerade auch bei nicht selbstgenutzten Objekten zu einer Verteuerung und in der Folge zu höheren Mietpreisen. Das gilt grundsätzlich für eine vermietete Eigentumswohnung genauso wie für gewerbliche Bauprojekte. Wer also Wohnen günstiger machen will, wer den Bau von Wohnraum fördern will und so für eine Entlastung des angespannten Wohnungsmarktes sorgen will, dem sollte es egal sein, ob eine Wohnung vermietet wird, selbst bewohnt oder wie die Immobilienhistorie eines Käufers oder Bauherrn aussieht. Auch die in Ihrem Antrag vorgesehene weitere Absenkung für jedes im Haushalt lebende Kind ist ein schöner Gedanke, mehr aber auch nicht. Der Kauf einer Immobilie erfolgt doch nicht erst nach abgeschlossener Familienplanung. Ein Paar, das sich vielleicht weitere Kinder wünscht, wird doch im Zweifel eine Immobilie kaufen, die ja zumindest noch mal eine Ausbaureserve hat oder gleich ein Zimmer mehr. Am System so halbherzig herumzudoktern, bringt daher nichts. Die Grunderwerbsteuer gehört abgeschafft, mindestens deutlich gesenkt, das habe ich schon gesagt, und zwar alle, für alle und auf Dauer. Und das ist seit langem auch eine AfD-Forderung. Weniger Kaufnebenkosten machen Kaufen und Wohnen ein wenig erschwinglicher. Der dauerhafte Verzicht macht die Kaufentscheidung auch leichter, wenn irgendwann einmal ein berufsbedingter Ortswechsel anstehen sollte. Und zum Schluss lassen Sie mich noch kurz darauf hinweisen, Herr Dr. Stegner, dass auch Regierungen mit SPD-Beteiligung alles daran setzen und tun, Wohnen teurer zu machen. Die Baupreise steigen etwa auch durch immer strengere Dämmvorschriften. Und auch bei den Bestandsimmobilien sorgen Sie durch immer neue Abgaben dafür, dass Wohnen immer unbezahlbarer wird. Stichwort CO2-Bepreisung. Mittlerweile wird das Heizen dann zum Luxusgut. Meine Damen und Herren, Deutschland hat im europäischen Vergleich, Herr Harms hat es eben gesagt, eine sehr, sehr niedrige Wohneigentumsquote oder kurz auch, Deutschland ist Mieterland. Von daher täten wir gut daran, den Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum grundsätzlich steuerfrei zu ermöglichen. Nur so kann Deutschland im internationalen Vergleich zukünftig ein wenig aufholen. Wenn ich mir da so angucke, wo Italien liegt, Griechenland, Frankreich, dann haben die deutlich höhere Wohneigentumsquoten als wir hier in Deutschland. Vielen Dank.